Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin Ati und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder wenn du neu bist, herzlich willkommen an der Stelle. Wir sind jetzt bei Episode 9 und in der letzten Folge haben wir das zweite Relikt gefunden von Taro. Und jetzt wollte ich mal kurz schauen, ob wir hier irgendwas craften können. Die Musik klingt schon etwas gruselig. Wir müssen erstmal schauen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ach so, hier kann man gar nichts machen. Ich dachte, hier hätte man noch irgendwas Tolles machen können. Und da habe ich mich wohl geirrt. Ah, die Musik ist wirklich irgendwie gruselig. So, hier fehlt uns noch die dritte Eule. Aber da hatte ich ja gesagt, die suchen wir jetzt nicht weiter. Taros Reue und Pfad zur Laternenhöhle. Beseitige die verdammte Laternenhöhle. Das ist wahrscheinlich ein unterirdisch. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf direktem Wege zur Laternenhöhle. Kurz gucken, ob hier noch zufällig die Eule irgendwo rumliegt, aber ich vermute nicht. Wo ist die Eule, ihr Kleinen? Wo ist sie? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das Let's Play bei euch so gut ankommt und so viele Leute regelmäßig einschalten. Macht mich sehr glücklich. Da habe ich das Gefühl, ich mache einen guten Job. Okay. So. Hier war ich augenscheinlich noch nicht. Da ist ja gut, hier nochmal vorbeizulaufen. Ich würde ja gerne mal wissen, wie viele von euch jetzt mittlerweile auch Kena selbst gespielt haben. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass am Anfang des Let's Play viel geschaut wird. Oh, da müssen wir jetzt gleich kämpfen, wenn ich das jetzt beschwöre. Eine Kaufentscheidung vielleicht zu treffen. Und diejenigen spielen das dann jetzt vielleicht auch erstmal. Und jetzt würde mich natürlich dann auch interessieren, wer von euch es denn selbst gespielt hat und wer es nur geschaut hat. Schreibt sie doch mal in die Kommentare. Und jetzt holen wir uns noch die Kiste hier ab. Oh, doch nicht? Doch, hier. Huch, Moment, wie kämpft man nochmal? Huch, ich springe erstmal nur rum. Aber damit verwirre ich ihn ja auch. Was ist das für einer hier? Wow, oh Gott, okay. Ich drücke gerade irgendwie total wild auf alle Tasten. Oh, der ist fies. Auf den müssen wir vielleicht noch unser Rod schicken. Huch, ouch! Die wollen nicht, oder was? Ich dachte, war ich zu langsam wieder? Anscheinend. Also, man muss die in einer gewissen Zeit hier immer alle töten, wenn das mit der Kiste kommt. Bevor die Zeit abläuft. Und da oben steht, wie viele Sekunden wir noch Zeit haben. Wo ist der? Ah, okay. Ups. Hallöchen. Okay. Ich frage mich, ob das schwieriger ist mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt ihr das Game denn eigentlich? Noch eine Frage. Oh Gott, so viele Fragen an euch heute. Ein neuer Hut. Der Taro-Hut. Ist eigentlich hier? Hier noch gar kein einziges Mal. Doch. Da war ich schon. Gut. Dann müssen wir jetzt diesen Weg nehmen. Zur Höhle.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein gruseliges Spiel ist, aber so ist es doch ein bisschen nervös machen zumindest. Ich hoffe übrigens, dass mein Diadem hier oder was auch immer, das ist haarreif, heute auch gilt. Oh! Ups. Ist das eine giftige Wolke oder was ist das? Da kann ganz schön viel zaubern hier. Autsch. Ich glaube, ich brauche mal die Pflanze. Ha! Huh, kam der einfach aus diesem Tor raus. Oh yeah, sind schon richtig abgefightet und ist alle fertig. Und nein, ich habe niemanden im Chat, der mit mir hypt. Irgendwann müssen wir mal einen Livestream machen, glaube ich. Auch hier auf YouTube. Okay, was möchte uns der Kollege hier mitteilen? So, wir gehen jetzt da rein, um dort Taros Geist zu bekämpfen. Jetzt bin ich an der Stelle wieder froh, dass es nur auf Story-Modus ist, das Game. mit dem Pfeil. Gehen wir wohl mal da rein. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wir noch einsammeln können. Das darf man natürlich nicht komplett vergessen, auch wenn es ein Let's Play ist und ich nicht ewig dran aufhalten möchte. So, das sieht aus. Jetzt müssten wir hier irgendwie rein. Nur wie? Das müssen die Rod zerstören, oder? Aber wie kann ich sie das zerstören lassen? Ist das eine Pflanze? Ich kann jetzt auch schneller rennen, dank Matt. Mal kurz hier gucken. Da ist der Geist aber noch nicht. Ah, hier ist was. Oh. Ihr sollt doch keine Monster holen hier. Nochmal. Okay, wir müssen hier alles aufheben. Dann gibt es neue Monster und... Mit dem Sprung kann man auch... Hinter die springen, das ist natürlich sehr praktisch. Zack! Überraschung! Ach, da ist ein Rod drunter. Okay. Das nehmen wir natürlich auch. Ich hätte jetzt nochmal mit Gegnern gerechnet. Oh Gott, die mit den Masken sind ja creepy. Die Frage, wie können wir das hier heilen? Kommen wir hier durch?
schau mal kurz durch die Maske. Hier am Baum ist was anscheinend. Den Baumstamm? Nee, Moment. Das gelbe Symbol sagt uns ja eigentlich immer nur, wo wir hin müssen. Aber das sieht echt so aus, als wäre es direkt am Baum. Das blaue ist hier ein Baumstumpf. Aber da geht's doch nicht rein. Das sah, glaube ich, nur so aus. Nee, das ist total irritierend, hä? Ja, das sieht nur so aus. Das heißt nur, wir sollen in die Richtung gehen. Das blaue Symbol zeigt nach draußen. Zeigt das blaue Symbol nach draußen. Jetzt zeigt sie nach drinnen. Okay. Hä? Wie komme ich denn da durch? Ihr kleinen Rod, sagt mir doch mal, wie wir da jetzt durchkommen. Da gibt es keinen Hinweis und nichts. Also manchmal hänge ich ein bisschen fest an diesen Rätseln. Ach da! Ich sehe was. Okay. Kann man hochklettern. Ganz so offensichtlich. Blinde Arti findet auch mal ein Korn. Ich vergesse immer. Oh Gott. Da hoch? Ah ja, da geht's weiter. Und hier ist ja auch was. A fox symbol is marked on this old camping gear. Oh nein, das war bestimmt von Taro. Oh mein Gott. Da ist es lang gegangen. Jetzt müssen wir erstmal gegen das hier kämpfen. Das ist eine spannende Folge heute. Ich mag Folge 9. Der arme Taro. War das? Irgendwas, was vom Berg kam? Ah, das ist ja dieser ultimative Böse, der da lebt, ne? Dieser Verderbnis-Main-Dude, der überall die Verderbnis verbreitet. Und der hat ihn wahrscheinlich da stehen sehen und ihn dann, naja, dämonisiert. Das Richtige, was wir hier machen sollen, anscheinend. Da ist noch eins. Auch nicht. Da, das hier. Okay. Kommen wieder Monster? Wahrscheinlich gleich, oder? Oh, da ist noch was hier drüben. Hier mit auf sich. Nichts, okay. Komm
komm zurück. Ich brauche euch noch hier drüben, oder? Das haben sie noch nicht alle geschafft. Das müssen wir nochmal machen. Die Musik ist auch schon wieder cool. Also es ist echt so atmosphärisch auch immer mit den Soundtracks hier. Da sind noch mehr Sachen. Ah, das sieht aus, als müssten wir da kämpfen. Auf welche Seite müssen wir denn zuerst? Ich gehe erstmal hier hin. Das sieht so aus, als könnte es hier Loot geben. Meditieren! Unser Lebensbalken wird verlängert. Das ist perfekt, bevor wir gegen Taro kämpfen. Da können wir nochmal Leben gebrauchen. Juhu! Oh, ist das aufregend! Was ist hier unten? Nichts, okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da auch vorne wird gefightet. Ja. Dass die da angegammelt gekommen sind, haben wir die natürlich schon längst vermöbelt mit unserem Pfeil und Bogen. Nochmal drei. Hier ist das Feuerspein des Viech. Noch eins da? Nee. Okay. Ach, das können wir noch nicht. Es muss erst noch gereinigt werden, das ganze Gebiet hier. Okay, praktisch, wenn es direkt da drauf liegt. Oh, da kam direkt so einer raus. Eieiei. Aber wir müssen, glaube ich, noch mehr hier reinigen. Aber das da oben können wir ja nicht. Boah, ist das eine aufregende Musik. Ich glaube, wir müssen einfach alles hier, was geht, reinigen. Alle ekligen Gutstätten hier. Aber es hilft irgendwie nichts. Weiter falten. Das ist bestimmt ein starker jetzt. Hey. Nee, es sind die kleinen, okay. Naja, da eben einer geschossen. Jetzt haben wir hier doch eigentlich alles geschafft. Die Frage, wie geht's hier weiter? Ist hier eine Blüte? Theoretisch müsste hier doch auch irgendeine Blüte sein. Gehen wir nochmal da lang mit dem Rod. Aber hier ist doch jetzt auch nichts. Ah, da ist es. Okay. Das war aber versteckt.
Ah. Okay, und das hier müssen wir noch aufbrechen. Aber da hoch geht's auch. Und da runter. Da ist wahrscheinlich Taro. Oh Gott, nein! Jetzt schon? Kann das sein? Ich denke immer, dass gleich alles da ist und dann dauert eh alles noch viel länger. Ja, ihr sollt es doch nehmen hier. Esst. Ja, jetzt nochmal schnell hier rüber. Schrein. Extra viele Kristalle. Alright. Schauen wir noch da drüben. Jetzt sind wir wieder zurück, ne? Genau. Da sind wir doch hergekommen. Oder? Die Welt ist einfach so, dass jemand wie ich mit einem sehr schlechten Orientierungssinn sich tausendmal verläuft. Ja, doch, da sind wir hergekommen. Das heißt, wir müssen jetzt da runter. Okay. Ich kann ich ja irgendwie nochmal speichern. So zur Sicherheit nochmal speichern. Noch einen Schluck Tee. Und auf geht's. In die Höhle. Oh mein Gott, natürlich direkt in den nächsten Fight. Oder? Oh no, I don't like this. Oh, ist das hier gruselig. Und die Musik. Hier rutschen wir runter und ich glaube, da müssen wir jetzt gleich fighten. Okay. Leute, let's go. Können wir uns nochmal zurückwarpen und könnten Hüte aufsetzen, wenn wir das wollten. Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss, jetzt hier diese Tür aufzumachen. Es kann doch nichts Gutes bedeuten. Ja, da ist es jetzt. Okay. Es tut mir sehr leid, Leute, aber wir müssen hier Cliffhanger machen. Wir müssen jetzt leider einen Cliffhanger machen. Es ist einfach viel zu aufregend. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu Episode 10 in der Höhle von Taro und dem ultimativen Finalen Taro-Geschichten Showdown! Bis morgen. Habt einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.